Eine neue Prognose für ein Massensterben von Lauterbach. Jetzt geht die Panik wieder los. Hitzeschutzplan soll Lauterbach schon in diesem Sommer greifen. Sie werden sterben wie die Fliegen, was es damit auf sich hat, wie wir tatsächlich wieder mal bevormundet werden. Warum jetzt die Parallele zur Pandemie unglaublich attraktiv wird für Herr Lauterbach. Jetzt will er wieder zuschlagen. Wir sollen tatsächlich in den nächsten Sommermonaten ein blaues Wunder erleben, vor dem uns natürlich nur einer retten kann, nämlich der gute Lauterbach. Es ist es ist unfassbar, was ich in diesem Video mit dir teile. Ja, es geht tatsächlich nicht nur um Aufklärung und Vorsorge, sondern es geht tatsächlich um ein Szenario, wo Tausende von Menschen ihr Leben lassen müssen. Ja, wir müssen alle Angst haben. Deswegen schau dir dieses Video bis zum Ende an. Ich finde es einfach nur noch lächerlich, was Lauterbach hier abzieht. Schreib mir gerne mal deine Meinung zu Lauterbach in die Kommentare. Und vor allen Dingen nicht vergessen, dieses Video weiter zu verbreiten. Teile es, damit wir Lauterbach nicht mehr als Gesundheitsminister sehen. Ich meine, wer so schöne Zähne hat, der sollte nicht Gesundheitsminister sein. Also aber das nur am Rande. Es ist tatsächlich mal wieder unglaublich, wie man hier bevormundet wird. Ich stelle mir jetzt schon die Aktionen vor, so nach dem Motto, du triffst draußen irgendwelche Rentner, die einfach nur äh, schön spazieren im Park und dann musst du die tatsächlich auch sagen, hier, bitte nach Hause gehen. Es ist zu heiß. Also wie können sie sich hier nur draußen noch aufhalten? Also und schön die Maske aufziehen, ne, damit es natürlich dann auch noch. Besser wird. Und bevor wir uns gleich diese Pläne ansehen, was jetzt ein Heizungs- bzw. Hitze-, oh, von Hitze-, von Heizungsschutzplan zu Hitzeschutzplan, so könnte man das Video auch nennen, ist es tatsächlich so, du findest ja hier auf dem Erfolgskanal immer täglich die neuesten Eilmeldungen rund um die politischen Themen, dass wir hier nicht nur eine Bevormundung sehen, sondern wir sehen mal wieder den verzweifelten Versuch einer meiner Meinung nach sehr kranken Person, die Aufmerksamkeit zu erhaschen. Ja, du hast richtig gehört, niemand. Geht es darum, wieder mal auf Twitter einen nächsten Coup zu starten. Viele rechnen nämlich jetzt schon mit diesem Hitzeplan mit weiteren Lockdowns und dementsprechend mit hitze -Lockdowns. Richtig, ne? Also nicht wegen der Pandemie, weil wir ja da auch äh, jetzt drüber hinweg sind. Ne? Das war halt alles falsch, was da gemacht wurde. Die Maßnahmen haben alle keinen Sinn ergeben, aber schwamm drüber. Jetzt wissen wir doch genau, wie wir vorgehen und ein weiteres Massensterben natürlich verhindern können. Gehen wir mal direkt rein. Nachtschutzangaben gegen Hitzewellen sollen nach Angaben von äh, Lauterbach bereits in den nächsten Wochen an den Start kommen. Wir wollen diesen Sommer schon schützend wirken, ne? also er will wieder mal schützend wirken. Und ich frage mich auch, warum denn eigentlich so viele Menschen im Sommer letzten Jahres umgekippt sind und äh, das Jahr davor ne? hat das vielleicht mit der Maske tragen zu tun? Also nur jetzt mal dahingestellt, ne? also 42 Grad, äh, jo oder 40 Grad im Schatten als Beispiel. Spiel und dann noch Maske tragen. Naja, ich will jetzt ja keine Verschwörungstheorie hier walten lassen. Ne? Als erstes Angebot, und da können wir jetzt endlich mal glücklich sein, soll das Portal hitzeservice.de online gehen bei dem sich Kommunen über Hitzeschutzmaßnahmen informieren können. Und ich frage mich, für welchen Stuss wollen wir eigentlich noch unsere Steuergelder hier ordentlich rausballern? Wer würde so ein Hitzeserviceportal wirklich nutzen? Ich meine, die Bevölkerungsschicht, und jetzt, ich musste wirklich so lachen, ne? Wer, wer wird denn da am, am heftigsten betroffen sein? Naja, ältere Menschen und vor allen Dingen Schwangere, chronisch Kranke und Obdachlose. Also ich finde es ja gut, dass es denn auch für Bürger solche Portale geben soll. Gerade für die Obdachlosen und ältere Menschen ist das sicherlich eine große Hilfe, wenn die online im Internet solche Artikel finden können, wie sie sich vor Hitze schützen können. Und Herr Lauterbach, ich finde es sowieso sehr, sehr gut, dass die Obdachlosen, die machen sich natürlich immer einen Kopf darüber, äh, oh, die Hitze, ne, das schöne Wetter ist unser größtes Problem. Na, da geht es natürlich nicht darum, jeden Tag zu überleben bzw. sich Nahrung zu kaufen, äh, dass die Nahrungspreise mal wieder fallen, das ist natürlich bei ihnen nicht der Plan, sondern es geht darum, dass sie einfach sich vor der Sonne schützen. Hey, wie, ja, ah, kauft dir doch mal Sonnencreme, Obdachloser. Also so ekelhaft ist das momentan, wie hier mit umgegangen wird. Und eine Sache ist besonders brisant, hier wird ja im Endeffekt wieder getan, als wenn der Bürger nicht wüsste, wie er sich bei einer Hitze verhalten soll. Ne? Also hier wird wirklich so getan, als wenn wir alle wieder blöd sind. ne, Wie Baerbock im letzten Video gesagt hat, die Deutschen verstehen es halt einfach nicht. Ne? Und dementsprechend muss man ja auch hier bevormunden, muss man das Ganze wieder in Stein meißeln. Und hier ist auch schon die Horrorprognose: in der Vergangenheit seien jedes Jahr tausende Menschen an Hitze gestorben. Dies betreffe, wie gesagt, diese Zielgruppe. Das ist kein eine akzeptable Situation. Menschen könnten gerettet werden, wenn es kein, wenn es einen Hitzeschutzplan etwa nach dem Vorbild Frankreichs gäbe. Und da muss ich wirklich sagen, in Frankreich gibt es so einen Stuss. Also ich dachte, die Franzosen sind doch immer unsere Vorbilder, wenn es auf die Straße geht und äh, protestiert werden muss. Da nehme ich denn das Lob etwas zurück, zumindest in dieser Hinsicht, weil ich finde, das Ganze ist einfach nur eine Bevormundung. Und gleichzeitig ist es hier, im Blick stehen unter anderem Warnungen vor Beginn vor Hitzewellen, machte Lauterbach deutlich. Ne? Also jetzt kommt die Parallele, ne? du kannst ja noch die Pandemie-App, die ja jetzt in den Schlaf versetzt worden ist, um dann zu späteren Zeit wieder aufgewacht werden soll. Ne? Also allein diese Rhetorik bei dieser Pandemie-Warn-App sollte jeden aufhören lassen, ob da vielleicht schon die nächste Pandemie kommt. Auch dazu gerne mal deine Meinung in die Kommentare. Auch wie du Lauterbach findest. Wie gesagt, würde mich mal interessieren. Genutzt werden könnten Radio, Fernsehen oder Benachrichtigungen per Handy. Und ich frage mich, Herr Lauterbach, sind Sie so weit weg vom Alltag? Es gibt doch schon den Wetterbericht. Das nennt sich Wetter und dann kommt das Wort Bericht, die tatsächlich davor warnen oder berichten, wie das Wetter in den nächsten drei Tagen wird. Und mittlerweile gibt es das auch auf YouTube, gibt es das auch in den Social-Media-Kanälen. Und zugegebenerweise, die warnen schon sehr oft von Hitzewellen und dann kommt keine oder vor Unwetterwarnung und dann kommt kein Unwetter. Natürlich bringt Klicks, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Das heißt, wir haben doch schon solche Systeme. Und dementsprechend ist das wieder Schwachsinn, mit was sich dieser Mensch verzweifelt hier eigentlich Aufmerksamkeit erhaschen wollte. Ja, und denkbar sei auch, Menschen direkt über Pflegedienste anzusprechen. Also spätestens, wenn du ein bisschen älteres Semester bist na, und spazieren gehst, dann wird dich eben der Pflegedienst mal kurz ab ansprechen. Oh, sie sehen aber so aus, als wenn sie schwitzen. Äh, kommen Sie mal mit, steigen Sie mal ein. Ja, ja, sie werden jetzt schön erstmal nach Hause gefahren. Äh, so geht's nicht weiter, ne? Der Minister betonte aber: Jetzt ist ja ganz wichtig. Äh, da geht es nicht um Verbote, sondern es geht darum, den Einzelnen zu schützen. Ja, auf dem neuen Infoportal für die Kommunen sind Hinweise zu mehreren Themen zu finden, zum Beispiel zur Kommunikation von Hitzewarnungen, zur Hitzevorsorge und natürlich auch, äh, wie man eben kühle Orte finden kann. Und ich sage: Wie oft haben wir diesen Satz gehört? Ne? Es geht nicht um Verbote, es geht nur darum, den Einzelnen zu schützen. Herr Lauterbach, hören Sie auf uns hinters Licht zu führen und den deutschen Bürger für dumm zu verkaufen. Alleine auch hier, es wird sicherlich einige geben, die so äh, blöd sind und was weiß ich, bei 40 Grad im Schatten noch irgendwie sportlich äh, Cardio-Training draußen machen und dabei dann tot umfallen. Aber es ist tatsächlich auch so, äh, dass es hier einfach nicht so weitergehen kann. Dieser Umwelt- bzw. dieser Gesundheitsminister versucht hier wieder Angst und Panik zu verbreiten. Äh, es gibt auch... Auch Herr Lauterbach, das sollten Sie sich mal ansehen. Sie sind anscheinend nicht so im Urlaub. Ne? Vielleicht sitzt er in seinem dunklen Kämmerchen und sagt dann: Oh, die Welt ist da draußen böse. Ne, Pandemie, Viren und natürlich auch jetzt die Hitze. Ich verlasse mein Kämmerchen nicht. Aber es gibt da draußen schon sehr, sehr viele Länder, bei denen solche Temperaturen Usus sind. Und da gehen die Leute trotzdem einkaufen, trotzdem trainieren. Deswegen unbedingt dieses Video weiter verbreiten. Ich finde, das ist unglaublich, was diesem Mann hier immer rausrutscht. Und deswegen. Wird es im nächsten Video auch darum gehen, was Lauterbachs neuer Plan ist zur Pandemie? Ne, auch dieses Thema ist noch nicht gegessen. Wenn dich das interessiert, abonnieren und wir sehen uns das nächste Mal.